Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das vorliegende Gesetz besteht ja aus vier Veränderungsteilen, nämlich der Fortgeltung des KGG und des Datenverbundgesetzes, der Anpassung der Regelung zu Zweckverbänden, der Erweiterung des Katalogs und Mindestinhalts von Verbandssatzung und, wie es heißt, der Einräumung eines größeren Spielraums bei der Aufgabenwahrnehmung durch einen Gemeindeverwaltungsverband. Bei den ersten drei genannten Punkten geht es in der Tat um Veränderungen, die notwendig und sinnvoll sind. Bei dem vierten haben wir zumindest einmal ein großes Fragezeichen und mögliche Befürchtungen. Und genau deshalb will ich das noch einmal erläutern. Sie schreiben in der Begründung zu Ihrem Gesetz, ich darf zitieren, zu Artikel 1 Nummer 16, also zu der Veränderung im § 30 des Kommunalen Gemeinschaftsgesetzes folgendes. Zitat: Im Unterschied zum Zweckverband gemäß § 5 fortfolgende KGG kann ein Gemeindeverwaltungsverband nur von Gemeinden gebildet werden. Zudem beschränkt sich das Tätigkeitsgebiet eines Zweckverbandes in der Regel auf ein bzw. wenige Aufgabengebiete. Jetzt kommt's. Hingegen können im Rahmen eines Gemeindeverwaltungsverbands alle Aufgabenbereiche der Gemeinde zusammen erledigt werden. Weiter. Immer noch die Begründung zum Gesetz an dieser Stelle. Der Gemeindeverwaltungsverband ist ein Konstrukt der innerkommunalen Zusammenarbeit, welches schon seit 48 Jahren im KGG verankert ist, lange Jahre jedoch überhaupt nicht beachtet wurde und erst vor 10 Jahren wieder für kleinere Kommunen in den Fokus rückte. Die bisherigen Anwendungsfälle erfordern eine Anpassung und Modernisierung der gesetzlichen Regelung im KGG. Die bisherige Aufgabenlegitimierung in Absatz 3 und 4 entfällt, um den Mitgliedskommunen einen größeren und flexibleren Spielraum zu schaffen. Das kann man sagen, immer noch ganz gut. Und dann kommt an anderer Stelle, auch Zitat aus der Gesetzesbegründung, damit kann letztlich auch eine attraktive Vorstufe zur Fusion von Gemeinden geschaffen werden. Und genau da sind wir an dem Punkt. Wir hätten es sehr gerne gehabt, dass dazu eine Anhörung und nicht nur die Regierungsanhörung stattgefunden hat, um mit den Praktikerinnen und Praktikern darüber zu diskutieren, ob unsere Befürchtung, dass mit dieser Gesetzesnovellierung an einer scheinbar unscheinbaren Stelle der Fusion von Gemeinden, ob auf freiwilliger oder weniger freiwilliger Basis, Vorschub geleistet werden. Denn nun will ich die Unabhängigkeit des Hessischen Rechnungshofs und seines Präsidenten überhaupt nicht infrage stellen. Aber es gibt hier sozusagen einen zeitlichen Zusammenhang, der durchaus von Interesse ist. Weil am 8. November war z.B. in der Süddeutschen Zeitung Folgendes nachzulesen. Hessen, ich zitiere wieder, Hessen oberster Kassenprüfer mahnen wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit mehr freiwillige Gemeindefusionen von kleinen Kommunen an. Rund die Hälfte der 444 hessischen Kommunen hätten weniger als 8.000 Einwohner, sagte der Präsident des Landesrechnungshofes. So, und die kleinen Kommunen sollten aber, an anderer Stelle heißt es in der Presseerklärung, sollten aber auch über freiwillige Gemeindefusionen nachdenken. Und genau da ist der Zusammenhang. Und deshalb können wir diesem Gesetzentwurf auch nicht zustimmen, sondern wir werden uns der Stimme enthalten, weil genau diese Frage, inwieweit hier durch eine möglicherweise unscheinbare und auch zumindest eine nicht so gewollte, ja, also nicht so im Fokus stehende Gesetzesnovellierung, was Gemeindeverbände angeht,
die gesamte, weil ja möglich ist, jetzt die gesamte Aufgabe einer Kommune sozusagen in einen Gemeindeverband zu verlagern, heißt dies nicht, kann dies nicht anders bedeuten, als wenn dann zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel etwas mehr Druck aufgebaut wird, dass dies dann eben nicht mehr nur freiwillig erfolgen wird. Genau das ist unsere Befürchtung und deshalb unsere Enthaltung. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus.